So könnte noch sehr viel mehr Informationen gegeben werden, was in diesem Moment technisch gesehen genau geschieht mit deinem Körpersystem. Doch so fühle ich die Weisheit des Momentes, des Wesens. Durch das ich spreche, dass dies nicht wichtig ist. Und so legt sie jetzt ihre Hände auf deine Hände. Denn es ist nicht wichtig, weil in dieser Zeit Vertrauen in das eigene Herz, die eigene Wahrnehmung und die eigene Weisheit das Allerwichtigste ist. Und so hat jedes Wesen auf Erden den freien Willen und kann entscheiden, wie und was mit ihm geschieht. Und dieses ist wesentlich, um sich selbst wirklich und wahrhaftig zu ermächtigen. Ermächtigung geschieht durch Vertrauen, Licht und Liebe. So ist dies ein tiefes Bad des Friedens und der Liebe deines Geistes, deines Herzens, deines körperlichen Systems und das Geschenk an deine Zellen. Denn auch der Körper ist ein Geschenk des Lichtes. Sehr verdichtet und damit ein Wunderwerk, welches sich entwickelte und somit vollkommen ist, genauso wie es ist. So kann es sein, dass du jetzt einschläfst oder schon eingeschlafen bist, dich sehr müde oder im Menschlichen bewertet auch leer fühlst. Doch wisse, die Energie des Friedens ist tief durchdringend und vielleicht für manch ein Wesen von euch ungewohnt. Denn tiefer Frieden ist tiefe, tiefe innere Stille. Und so berührt das Medium durch ihre geistigen Hände jetzt zum Abschluss deinen Kopf mit ganz sanfter Energie. Hält sie die Hände eher daneben, denn es fließen sehr intensive Energien. Und so können sich Synapsen, wie es richtig und gut für dich ist, verbinden
so dass deine Erinnerung dessen, wer du wirklich bist und deiner Fähigkeiten sich intensiviert, sowie die Ausgleichung der männlich-weiblichen Energie. Besonders stark in Sanftheit für dich geschieht, wie es richtig und gut für dich in diesem Moment ist. Wenn du dich jetzt oder nach diesem Channeling müde fühlst, so erlaube dir auch dies und genieße es. Und lege dich einfach hin. Dies ist ein nicht zu unterschätzender, tiefer Prozess. Und so gönne deinem Körper und deiner Seele die Energie der Ruhe und inneren Einkehr. So oft es dir in deinem alltäglichen Geschehen möglich ist. Dies ist ein wichtiger Teil der Vorbereitung für den Wandel, der in dir und auf Erden geschieht. Es kann durchaus auch sein, dass du jetzt Druck auf deinem dritten Auge verspürst. Vertraue. So ist der Durchlichtungsprozess deines Körpers, deiner Zellen, deines Zellgewebes, deines Zellwassers bis tief in deine Organe und Zellen jetzt geschehen. So kann es auch in nächster Zeit zu Reinigungssymptomen kommen. Zum Beispiel diese, die ihr Grippe nennt. So wisse, es ist Reinigung, die dir dienlich ist, und gebe dir den Raum dafür. Und vertraue und wisse, es ist ein Geschenk. So atme noch einmal die tiefe Energie des Ashtha-Sheran. Tief in dich hinein. Und so verabschiede ich mich in tiefen Dank vor jedem Einzelnen, euch allen und dem Medium. Vielen Dank an Anasha.